Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie auch heute wieder bei Klagemauer TV dabei sind. Impfkampagnen geben immer wieder Anlass für kontroverse Diskussionen in der Bevölkerung. Derzeit werden geeignete Impfstoffe für Massenimpfungen gegen Ebola getestet. Bei einem Treffen der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf am 23.10.2014 wurde festgelegt, dass bis Ende 2015 Millionen von Impfstoffdosen gegen Ebola verfügbar sein sollen. Doch sind Massenimpfungen wirklich so unbedenklich, wie es Impforganisationen und Medien propagieren? Werfen wir hierzu einen Blick auf die von der Bill Gates Stiftung unterstützten Massenimpfungen in Indien. Diese wurden von der Bill Gates Stiftung als voller Erfolg gewertet, obwohl im Jahre 2012 drei Privatpersonen beim obersten Gerichtshof in Indien eine Klage einreichten. Diese richtete sich gegen die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Bill and Melinda Gates Stiftung und zwei von ihnen finanzierte Organisationen. Es wird ihnen vorgeworfen, kriminelle und fahrlässige Erprobungen von Impfstoffen an einer anfälligen, ungebildeten und uninformierten Bevölkerung durchgeführt zu haben. Die Schulverwaltung, Schüler und Eltern seien über das Risiko möglicher nachteiliger Auswirkungen nicht informiert und die geimpften Kinder nach der Impfung nicht überwacht worden. Hierzu machte SAMA, eine von der indischen Regierung unabhängige Gesundheitsorganisation, die nachfolgenden Fakten publik. Im Jahr 2009 wurde im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh an 16.000 Schulkindern Tests mit dem HPV-Impfstoff Gardasil gegen Gebärmutterhalskrebs durchgeführt. Innerhalb eines Monats nach der Verabreichung dieser Impfung erkrankte ein hoher Anteil der Kinder. Fünf von ihnen starben bis zum Jahr 2010. Die erkrankten Mädchen litten unter verschiedenen Symptomen, wie epileptischen Anfällen, schweren Bauch- und Kopfschmerzen und Stimmungsschwankungen. Andere Mädchen waren nach der Impfung mit Gardasil unfruchtbar. Ebenso wurden im Bundesstaat Gujarat 14.000 Kinder mit Cervarix, einem anderen HPV-Impfstoff, geimpft. Hier starben zwei Kinder nach der Impfung. Auffällig war, dass viele der Einverständniserklärungen für die Impfung völlig illegal waren, denn sie wurden ohne Wissen der Eltern erworben. Die Aufseher in den Unterkünften der Mädchen hatten die für die Impfungen notwendigen Formulare unterschrieben. Die unabhängige Gesundheitsorganisation SAMA forderte von der Landesregierung Rechenschaft über ihre nachlässige Untersuchung. Fazit: Wie kann die Bill Gates Stiftung bei diesen Todes- und Krankheitsfällen sowie der entstandenen Unfruchtbarkeit von einem vollen Erfolg dieser Massenimpfung sprechen? Lassen wir hierzu Bill Gates zu Wort kommen. Ich zitiere: Wenn wir richtig gute Arbeit leisten mit neuen Impfstoffen, Gesundheitsversorgung und Fortpflanzungsmedizin, dann könnten wir die Weltbevölkerung um vielleicht 10 bis 15% verringern. Mit diesem Zitat, über das es sich lohnt nachzudenken, verabschieden wir uns aus dem Studio Wien für heute Abend. Ich freue mich, Sie bald wieder auf Klagemauer TV begrüßen zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu unserem Medienkommentar Ebola-Impfstoff, Heilmittel oder Todbringer? Meldungen zu Ebola beherrschen die Hauptmedien. Kanada berichtet, den ersten Impfstoff gegen Ebola an die WHO ausliefern zu können. Dieser soll schon bald eingesetzt werden. Da sich aber Meldungen häufen, dass bei den Menschen in den betroffenen afrikanischen Ländern immer öfter gerade aufgrund von Injektionen von Medikamenten gegen Ebola Ebola-Symptome auftreten und sie dann sterben, gilt es, sich an unzählige ähnliche Ereignisse in der Vergangenheit zu erinnern. Im August 2013 zum Beispiel kam es in Indien, Bhutan, Sri Lanka und Pakistan im Rahmen eines Impfprogrammes der WHO gegen verschiedene Kinderkrankheiten zu wiederholten Todesfällen bei Kindern.
In Indien wurde daraufhin das Impfprogramm gestoppt, jedoch auf Drängen von WHO-Vertretern wieder eingesetzt und nach weiteren Todesfällen erneut gestoppt. Interessant dabei ist, dass der besagte Impfstoff in keinem weiteren Industrieland zugelassen war. Dennoch lag eine Empfehlung für die Verwendung in armen Entwicklungsländern vor. Im Juli 2013 gab die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC zu, dass zwischen 1955 und 1963 über 98 Millionen Amerikaner einmal oder mehrfach gegen Polio geimpft wurden und ein Teil des Impfstoffes mit einem krebsauslösenden Virus versetzt war. Es wird geschätzt, dass 10 bis 30 Millionen Amerikaner diesen versuchten Impfstoff erhielten. Mitte der 1970er Jahre kam es in den USA zu einem Impfdesaster. Auf Geheiß der CDC und des US-Präsidenten Gerald Ford wurden die Amerikaner bedrängt, sich gegen eine bevorstehende tödliche Schweinepest-Epidemie impfen zu lassen. Rund 50 Millionen ließen sich in Panik versetzen und erhielten eine vorzeitige Impfung, die bei 20 bis 40% starke Nebenwirkungen erzeugte, darunter Lähmungen und Todesfälle. Die bittere Ironie war, es kam nur vereinzelt zu Schweinepestfällen. Ein dänisches Forscherteam überprüfte zwischen 1990 und 1996 bei mehr als 15.000 Frauen und ihren neugeborenen Kindern in Guinea-Bissau, welche Auswirkungen Impfungen langfristig bei Kindern haben. Sie kamen zu alarmierenden Ergebnissen. Von den Kindern, die die klassischen Impfungen erhalten hatten, waren beim nächsten Kontrollbesuch nahezu doppelt so viele tot, verglichen zu den ungeimpften Kindern. In den 90er Jahren wurden auf Initiative der WHO Millionen von Frauen in Nicaragua, Mexiko und auf den Philippinen im Alter von 15 bis 45 Jahren gegen Tetanus geimpft, Männer und Jungen dagegen nicht. Das fiel einer katholischen Laienorganisation auf, die daraufhin den Impfstoff untersuchte. Er war mit einem Hormon versetzt, das bei Schwangeren zu einem Schwangerschaftsabbruch führt, beziehungsweise bei Frauen sterilisierend wirkt. Erinnern wir uns auch an die Schweinegrippe 2009. Die Impfung wurde aufgrund des Pandemiestatus der WHO frühzeitig und ohne ausreichende klinische Testung eingesetzt. Nachweislich verursachte der Impfstoff bei Kindern Narkolepsie, eine Schlafkrankheit, und bei geimpften Schwangeren kam es zu einem prozentualen Anstieg von Totgeburten. Auch das im Rahmen der Vogelgrippe 2005 eingesetzte und von der WHO empfohlene Medikament Tamiflu verursachte allein in Japan 12 Todesfälle und 32 Fälle von Gehirnentzündungen. Sehr geehrte Damen und Herren, aktuell möchte nun die WHO einen neuen Impfstoff bei Ebola zum Einsatz bringen. Aufgrund aufgeführter Fakten muss ernstlich hinterfragt werden, was mit der Impfung wirklich bezweckt werden soll. Unser Medienkommentar »Attacken auf Ebola-Helfer – Zwei Gegenstimmen aus Afrika« vom 22. Oktober 2014 gibt mögliche Antworten auf diese Frage. Bleiben Sie dran, informieren Sie sich auch weiterhin zu Ebola und anderen Themen. Einen guten Abend Ihnen noch. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Klagemauer TV aus dem Studio Münster. In den letzten Wochen berichteten die Medien wiederholt von Protesten gegen das Rote Kreuz und von gewalttätigen Angriffen auf deren Mitarbeiter. Nach der Ermordung von Ebola-Helfern in Guinea mahnte das Internationale Rote Kreuz, ich zitiere, »Angriffe wie diese, hervorgerufen aus Frustration und Angst vor der Krankheit, sind nicht akzeptabel.« Nun sind verschiedene Stimmen aus Afrika laut geworden, die eine völlig andere Darstellung vermitteln. Zwei von ihnen möchten wir heute zu Wort kommen lassen. Nana Kwame, Mitbegründer und Geschäftsführer einer Architektur- und Ingenieurfirma in Ghana, schreibt auf seiner Facebook-Seite den Sachverhalt aus seiner Sicht. Ich zitiere Nana Kwame. Die Leute in der westlichen Welt müssen wissen, was hier in Westafrika passiert. Sie lügen. Ebola als Virus existiert nicht und wird nicht verbreitet. Das Rote Kreuz hat aus vier ganz bestimmten Gründen eine Krankheit in vier bestimmte Länder gebracht. Diese Krankheit bekommen nur die, die Behandlungen und Injektionen vom Roten Kreuz erhalten. Darum haben die Liberianer und Nigerianer angefangen, das Rote Kreuz aus ihren Ländern hinauszuwerfen und in den Nachrichten die Wahrheit zu berichten. Nun zu den Gründen. Ich zitiere Nana Kwame weiter. Grund 1.
Diese durch Impfstoff eingebrachte, Ebola genannte Krankheit wurde in Westafrika mit dem letztendlichen Ziel eingeführt, Truppen auf das Gebiet Nigerias, Liberias und Sierra Leones zu bringen. Truppen nach Nigeria, um die neuen Öllagerstätten, die entdeckt wurden, auszubeuten. Nana Kwame fährt fort, dass man ebenfalls einen Grund brauche, Truppen nach Sierra Leone zu bringen, um den Streik der Arbeiter der Diamantminen gewaltsam zu beenden. Mit so etwas wie Ebola sei es nun möglich, Truppen gleichzeitig zu schicken, um an die Bodenschätze beider Länder zu kommen. Nun zu Grund 3. Ich zitiere: Über das Stehlen des nigerianischen Öls hinaus und Sierra Leone zurück in die Minen zu zwingen, werden zusätzlich noch Truppen geschickt, um auch die Afrikaner zum Impfen des tödlichen Ebola-Gift zu zwingen. Die waren nämlich nicht so dämlich, die Impfung freiwillig zu machen. Indem immer mehr Berichte erscheinen wie in Liberia, die die Bevölkerung über die Lügen und die Manipulation der USA informieren, weigern sich immer mehr Afrikaner zum Roten Kreuz zu gehen. Die Truppen werden die Leute zum Impfen zwingen, um auch sicherzustellen, dass es sichtbare Beweise einer Ebola-Seuche gibt. Überdies schützen sie das Rote Kreuz vor den Liberianern und Nigerianern, die es zu Recht aus ihren Ländern rauswerfen. Nun zu Grund 4. Ich zitiere: Nicht zuletzt wird das Auftauchen dieser Ebola-Pandemie benutzt, um unzählige Millionen aus lauter Angst in eine Ebola-Impfung zu treiben, die in Wirklichkeit selbst die Pandemie ist. Würde Ebola sich wirklich von Person zu Person verbreiten, anstatt durch kontrolliertes Verbreiten durch die Impfung, warum würden CDC, das ist die amerikanische Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention, und die US-Regierung weiter Flüge in und aus diesen Ländern ohne jegliche Regulierung erlauben oder überhaupt noch erlauben? Wir müssen endlich nachdenken und die Informationen darüber mit der ganzen Welt teilen, weil sie nicht die wahre Sicht der Menschen wiedergeben, die hier in Westafrika leben. Soweit der Facebook-Eintrag von Nana Kwame. In den USA wurde seine Facebook-Seite übrigens bereits 2 Tage nach Erscheinen dieses Artikels gesperrt. Als zweiter Zeuge ist die Daily Observer zu nennen, die größte Zeitung Liberias. Unter anderem berichtete die Daily Observer bereits am 8. Februar 2014, dass ein Mann verhaftet wurde, als er versuchte, Formaldehyd in einen Brunnen einer Gemeinde einzubringen. Er hätte gestanden, dafür bezahlt zu werden und dass er nicht der Einzige sei. Der liberianische Staatsrundfunk berichtete, dass mindestens 10 Menschen in einer Gemeinde nach dem Trinken des Wassers aus dem Brunnen gestorben seien. Der Mann behauptete auch, dass einige Wasserunternehmen, insbesondere solche, die Mineralwasser zum Verkaufen abpackten, ebenfalls beteiligt seien. Das Gift, sagte er, produziere Ebola-ähnliche Symptome und töte anschließend die Menschen. Die Daily Observer sei zudem darüber informiert worden, dass Personen als Krankenschwestern verkleidet mit Ebola-Impfstoffen in Gemeinden gehen. Nach der Injektion würden Ebola-ähnliche Symptome auftreten und kurz danach fallen die Opfer ins Koma und sterben. Nachdem in einem Dorf 10 Kinder nach einer Impfung gestorben seien, hätten sie die Impfstoffhausierer bei ihrem nächsten Besuch aus dem Dorf verjagt. Soweit diese beiden Gegenstimmen aus den Mainstream-Medien aus den direkt betroffenen Ebola-Gebieten in Westafrika. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Wir enden unsere Sendung mit einem bekannten Zitat von Mahatma Gandhi, das als Titel auf der Facebook-Seite von Nana Kwame zu sehen ist. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.